Lieber Herr Abt, liebe Mitbrüder im priesterlichen und im diakonalen Amt, liebe Schwestern und Brüder, auch einzelne Seminaristen, Studentinnen und Studenten, noch in überschaubarer Zahl aufgrund der Ferien, liebe Jugendliche aus dem Allgäu, liebe Gäste, Leiterinnen von Gebetsrunden, die auch intensiv für die Priesterberufungen beten, alle, die sich hier versammelt sind. Gestern war der meteorologische Herbstbeginn mit 1. September. Die Meteorologen, die rechnen gerne in ganzen Monaten. Dann ist es einfacher, die Statistiken aufzustellen. Die warten daher nicht auf den 23. September, auf die Tag- und Nachtgleiche. Und dass es Herbst ist draußen, das ist im Moment schon unverkennbar. An den Weinstöcken färben sich zum Teil die Blätter. So manche fallen schon herunter. Die Nüsse fallen, die Pflaumen sind überreif. Es geht in den Herbst hinein. Und neben diesen herrlichen Farben, diesen Früchten, gibt es auch die Schattenseiten des Herbstes. Die Tage sind schon um vieles kürzer geworden. Schon jetzt, während wir hier Messe feiern, merken wir, dass die Sonne schon sehr, sehr niedrig steht. Bald haben die Nächte dann die Oberhand. Und wir nehmen das hin. Ja, wir müssen es hinnehmen, denn das ist der Zyklus der Jahreszeiten und in dem stehen wir drinnen. Das Jahr geht zur Neige, es wird Herbst. Gut, wenn wir uns daran gewöhnt haben, dann ersparen wir uns die Herbstdepression oder den Winterblues. Schlecht ist es aber, wenn wir uns an den Herbst im Glauben gewöhnen. Wenn es in unserem Glauben in einer gewissen Art und Weise Herbst geworden ist. Und tragisch ist es, tödlich für unseren Glauben und für unser christliches Leben, wenn wir eine solche Herbstzeit im Glauben einfach hinnehmen und uns langsam daran gewöhnen. Tragisch ist es, wenn wir in unseren mitteleuropäischen Ländern es einfach als gegeben hinnehmen, dass so vieles in der Kirche langsam abstirbt und zu verwelken beginnt, wenn die Gottesdienstbesucherzahlen abstürzen, wenn sich so wenige dann mehr wirklich zur engeren Gemeinde der Kirche zugehörig fühlen, wenn die Zahlen in den Seminaren extrem zurückgehen, wenn dieses einstmal christliche Abendland, dieses prägende Engagement des Christentums in unserem Abendland auf einmal mehr oder mehr so zu einer Minderheitenfrage wird. Für den Herbst in der Natur, ja, für die auch oft daraus resultierenden Herbstdepressionen, da geben die einschlägigen Zeitungen jetzt schon genügend Ratschläge und wenn Sie vielleicht von so manchen Versandhäusern Kataloge auch im Postfach finden, dann wissen Sie, wie hübsch Sie auch im Herbst Ihre Wohnung schmücken können mit den schönsten Accessoires, damit Sie ein bisschen über die Herbstdepression hinauskommen. So ein bisschen Aktivismus hilft dann oftmals darüber. Leider befolgen diese Ratschläge auch viele, wenn es um den Glauben, wenn es um die Kirche geht. Da richten wir uns dann gemütlich ein. Oder wir verlieren uns in der Geschäftigkeit, so auf Nebenschauplätzen. Wir investieren Unmengen an Zeit dann in irgendwelchen Strukturveränderungsdebatten in den einzelnen Diözesen. Ja, oder wir überlegen über manche heiße Eisen, die gar nicht einmal so heiß sind, weil sie theologisch schon längst geklärt sind, anstatt auf das eigentliche Problem zu schauen. Auf dieses langsame Abdunsten des Glaubens, auf den Verlust dieser christlichen Identität. Vor ein paar Tagen habe ich mit jemandem gesprochen und dann kam auf einmal eine nachdenkliche Frage, die sich diese Person selber gestellt hat. Wie zeigt sich eigentlich mein Glaube im Alltag? Was wäre denn anders, wenn ich nicht ein gläubiger Mensch wäre? Und diese Person ist ein sehr gläubiger Mensch. Das ist eine Frage, die uns alarmieren sollte. Wir ziehen uns zurück, oftmals auch aus Politik und Gesellschaft. Wir richten uns dann bequem, so im geschützten Raum ein. Wir zimmern uns vielleicht sogar ein bisschen unsere eigene Sparreligion zusammen, um uns eben nicht dieser berühmten Gretchenfrage stellen zu müssen, wie hältst du es denn selber mit der Religion? Wo wir dann weiterdenken können, ja, was bedeutet denn das für dich, für dein Leben? Was bedeutet das für die Zeugnisgabe? Was bedeutet das für das Hinaustragen des Evangeliums? Die Texte dieses heutigen Montags, die sprechen hier eine sehr eindeutige Sprache. Paulus, der lässt diese Gemeinde von Thessaloniki oder uns heute, dieser Text auch geschenkt wurde, in einer solchen Grenzsituation des menschlichen Lebens einmal nachdenken. Eine Situation, die niemanden von uns unberührt lässt, wenn ein lieber Mensch, wenn ein guter Anverwandter stirbt. Angesichts des Todes eines guten Menschen, da wird unser Glaube mächtig auf die Probe gestellt.
Und dass wir dann eben nicht so trauern wie die Ungläubigen, wie er hier sagt, wie jene, die keinen Glauben haben. Was leider auch unter vielen, die sich heute noch als Christen bezeichnen, heutzutage passiert, weil einfach auch der Glaube an die letzten Dinge verloren gegangen ist. Wenn ich an einer Umfrage in Deutschland vor einigen Jahren glauben darf, dann haben weniger als 50% der praktizierenden Christen in Deutschland sich dazu bekannt, dass sie an ein ewiges Leben glauben. Das ist alarmierend, wenn man das so sieht. Ja? Dass wir hier nicht so trauern wie die, die nicht glauben, zeigt uns Paulus einen einzigen Punkt, nämlich diese überwältigende Wahrheit von Tod und Auferstehung des Herrn. Es geht nicht um irgendwelche Spielereien, es geht ums Leben. Das heißt, Paulus zeigt hier nicht den Herbst und den Tod und den Abstieg und die Vernichtung, die Vergänglichkeit, sondern er zeigt letztlich diesen österlichen Frühling, das Leben, die neue Hoffnung. Und ebenso tut es auf eine ganz besondere Weise unser Herr auch im Evangelium. Er ist in seiner Heimatstadt, so heißt es, wo er aufgewachsen war. Er steht hier einer großen Schar seiner mosaischen Glaubensbrüder gegenüber. Und wir dürfen durchaus mutmaßen, und da hat uns ja der heilige Ignatius von Loyola durchaus auch ein bisschen den Mut dazu gegeben in seinem Exerzitienbüchlein, dass wir uns selber in diese Situation hineinversetzen dürfen, dass wir uns mal vorstellen sollen, wie es in der Synagoge von dort von Nazareth ausgeschaut hat, wie die Menschen auch waren, die dort waren. Wir dürfen durchaus auch mutmaßen und ein bisschen fantasieren, dass es auch für viele dieser seiner jüdischen Glaubensbrüder auf eine gewisse Art und Weise Herbst im Glauben geworden ist. Aus dem intensiven Engagement für den eigenen Glauben wurde vielleicht auch vielerorts Routine. Aus der Gnadenzeit des Gottesdienstes, dem Hören der Heiligen Schrift, dem Beschenktwerden mit Gottes Wort und mit seinem Segen, ist vielleicht da oder dort ein bisschen widerwillige Pflichterfüllung geworden, wie es vielleicht auch heute manches Mal ist. Und vor allem stand dort und da sicher auch dieser große Grundsatz in den Herzen vieler der Menschen, die dort versammelt waren. Ein Grundsatz, der sich leider auch in die Pfarrgemeinderatssitzungen von heute immer wieder fortpflanzt. Es muss alles so bleiben, wie es immer war. Nur nichts verändern, nur nichts neu machen. Alles muss immer ganz gleich bleiben. Das ist ein Moment, in dem Jesus auf einmal aufsteht. Es kommt zufällig eher an die Reihe zum Lesen dieses Textes aus dem Buch Jesaja. Sie kennen ihn, der da aufsteht. Sohn des Zimmermanns und einer Maria. Vielleicht hat man so ein bisschen über die Umstände seiner Geburt damals gemunkelt. Vielleicht war er nicht so im ganz besten Ruf dort in seiner Heimatstadt. Keiner aus den Familien der Priester, obwohl sein Stammbaum ihn bis auf den König David zurückführen lässt. Und dieser Jesus, dieser Sohn des Zimmermanns, dieser Jeschua ben Zaret, der steht auf einmal auf, reißt die Zuhörer da plötzlich aus dieser Lethargie einer religiösen Gleichgültigkeit heraus, so wie er auch uns herausreißen sollte. Er bezieht dieses Schriftwort des Jesaja auf sich. Nicht irgendeine Zukunftsvision, nicht irgendeine Träumerei, wie es vielleicht sein könnte. Nein, hier und heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt er. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Gottes Heiliger Geist ruht auf ihm. Das wird Realität. Das wird Realität in einer, man könnte sagen, herbstgewordenen, altgewordenen Glaubenswelt, in einem Herbst des Glaubens. Und das darf auch bei uns in dem Herbst unseres Glaubens Realität werden. Ich bin überzeugt, dass dies auch einer der Hauptgründe ist, warum unser Heiliger Vater, Papst Franziskus, dazu bewegt war heuer, nicht nur einen Weltmissionssonntag zu feiern, wie wir es über die vielen Jahre auch getan haben, mit mehr oder weniger Engagement in den Pfarren, sondern einen ganzen Monat der Mission einzurichten. Weil es genau darum geht, wieder neu das Evangelium in den Herzen der Menschen auch zum Leuchten zu bringen. Weil wir aus unserem Herbst des Glaubens erwachen müssen. Weil es nicht um irgendwelche Ersatzbefriedigungen geht, um Strukturveränderungen, um Diskussion über Randthemen, so zum Zeitvertreib von pharisierten Christen. Weil es nicht um irgendwelche Einzeleffekte geht, die man vielleicht in den Pfarren formuliert, da oder dort, sondern weil das neu in das Zentrum, ins Herz des Glaubens vordringen muss.
Und wenn später dann Jesus nach der Auferstehung den Seinen den Auftrag geht, hinauszugehen und überall das Evangelium zu predigen, die Menschen zu seinen Jüngern zu machen, dann dürfen wir diesen Auftrag hier und heute in unserem unmittelbaren Umfeld auch in die Tat umsetzen. Heute damit beginnen. Nicht hinausschieben. Und vor allem nicht nur delegieren und sagen, das müssen andere machen oder das muss der Pfarrer machen. Aus diesem Herbst des Glaubens darf auch bei uns ein neuer geistlicher Frühling werden. Aus der Lethargie eines alt gewordenen Christentums und kirchlichen Lebens einmal aufstehen und durch Gottes Geist neue Lebenskraft für ein überzeugendes und überzeugtes christliches Leben auch wirklich als Christ und Katholik schöpfen. Dass ein solcher Neuanfang, so ein Aufschwung, ein solches Aufwachen nicht ohne Widerspruch bleibt, davon dürfen wir natürlich ausgehen. Ich kann mich erinnern, vielleicht kennen manche auch dieses berühmte Buch von Mellon, Divine Renovation, ja, wie Gott seine Kirche neu erbaut oder renoviert. Kanada, da hat er wirklich Großartiges geleistet in seiner Pfarre oder mit Gottes Hilfe dort neue Impulse gesetzt. Und so ein bisschen von dieser Idee bewegt, habe ich das auch vor vielen Jahren in meiner Pfarre versucht. Und ich hatte zwei Frauen, eine gottgeweihte Jungfrau und eine zweite, die da ein bisschen auch dieses hineintragen wollten, auch in die Pfarrgemeinde. Noch mehr habe ich nicht gebraucht. Ja? Also da kamen dann die Pfarrgemeinderäte nach dem Motto, Herr Pfarrer, wenn nicht alles so bleibt, wie es ist, dann treten wir zurück. Ja? Also das kann man dann mitunter erleben. Bei Jesus war es noch ein bisschen stärker. Er wird aus der Synagoge hinausgetrieben und sie wollten ihn auf einen vom Felsen hinabstürzen. Ich hatte vielleicht damals das Glück, dass meine Pfarre im Tal und nicht auf dem Berg lag. Und ich wage es auch nicht, mich da mit Jesus zu vergleichen. Aber wir wissen, er wurde nicht hinabgestürzt. Sein Weg auf dieser Welt war nicht vollendet, sondern der war erst vollendet mit Tod und Auferstehung. Mit genau diesem Moment, den uns auch der heilige Paulus heute vor Augen geführt hat. Genau dieser Moment, der uns da vor Augen stehen darf, wenn es um diesen neuen Frühling im Glauben geht. Weil es eben nicht darum geht, dass wir irgendwas erhalten und eben so weitermachen wie bisher, denn das wird mit der Zeit dann Abstieg. Wenn man dann auch hört, wie die Menschen im Fahren oft lamentieren, ja, für die oder die Aktion, die wir gehabt haben, für unser Florianifest und so vor 2 Jahren, da hatten wir noch 50 Leute, die mitgemacht haben, jetzt sind es nur mehr 25 und so weiter. Ja, bleiben wie bisher ist Abstieg, weil die einen werden älter und die Jüngeren kommen nicht nach oder man hat sie vielleicht auch nicht rechtzeitig nachkommen lassen. Das ist auch immer mein Appell an die Jugendlichen, lasst euch nicht entmutigen von so manchen, die ein bisschen herbstlich im Glauben sind, sondern geht's mit eurem Enthusiasmus auch hinein. Ja? Dieses Ziel ist, Tod und Auferstehung wieder neu für uns selber zu ergreifen und zu begreifen. Wir dürfen aus dieser Sattheit, aus dieser tödlichen Routine unseres Christseins, das manches Mal auch vernichtend gleichgültig geworden ist, neu aufwachen. Uns ist Gottes Geist auch in Taufe und Firmung geschenkt. Der Geist des Herrn ruht auf uns auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir sind zum gemeinsamen Priestertum gesalbt. Das dürfen wir einfach auch in dieser Weise sehen. Das heißt, wir sind Kinder des höchsten Gottes. Wir können und wir sollen und wir haben den Auftrag des Herrn und den dürfen wir ausführen, diese Welt auf unsere Art und Weise zu heiligen und das Wort zu erheben wie die Propheten. Wirklich hinauszugehen und den Menschen wieder neu diese Botschaft von Heil und Erlösung, von Leben, von Auferstehung zu verkünden. Und vor allem durch unser Leben, durch unser Tun, durch unser Wirken, durch unser Reden an dieser Heiligung der Welt einen persönlichen Beitrag zu leisten. Der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus und zitiert damit Jesaja. Und er sagt, heute hat sich das Schriftwort hier erfüllt, dass sich das Schriftwort auch an uns erfüllt. Darum dürfen wir beten. Amen.